Herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt fahr ich ein bisschen zu Luft. Mach den Arm weg. Mach den Arm weg. Drüben noch. Zurück? Ja. Noch mehr. Stopp, bleib so wie du bist. Bleib wie du bist, Motlo. Ich schwör. So, ein neues Video. Mach diese bisschen nach oben. So arg, oder? Warte. Es geht um ein M4 Umbau heute. Und zwar ist es von Mademoiselle Sabrina. Ja. Die Frau kostet mich, also wenn ich Stress 100% nenne, daraus bestehen 30 bis 40% durch sie. Warum machst du das? Kommt das hin? Niemals. Ich bin so handsam. Wir haben dieses Auto schon mal gezeigt, da haben wir damals die Felgen drauf montiert, ja? Stimmt. Da haben wir die Felgen drauf gemacht damals und da waren Gewindefedern verbaut. Warum wegen Holz? Und jetzt wollte die Dame Gewindefahrwerk. Warum? Weil es vorne besser ist. Also die Gewindefedern, das ist halt, das ist für den Arsch. Optik ja, aber Fahrvergnügen null. Ja, gut, aber die Dämpfer spielen ja auch eine Rolle, ne? Ja, aber ich habe ja gar keinen Federn, weil ich sehr gut entschlossen habe. So, deswegen ist sie jetzt hier. Sie kriegt jetzt hier heute ein Gewindefahrwerk, kriegt die Abgasanlage. Sie hat sie vom Capristo bevorzugt, nicht von Levella. Ist ja dieselbe. Also, was sagst du dazu? Alles gut. Also, Capristo stellt ja für uns her. Der Topf ist jetzt Capristo-Topf. Endrohre ist Capristo. Vielleicht denkt sie ein, weil sie kriegt beim Italiener mehr Rabatt wie beim Türken. Hat auch funktioniert. Toni, Grüße geht an dich raus. Auf jeden Fall. Sollte die. Kamera. Leute streichen hier. Wir können ja mal ihr Instagram-Adresse einfügen, dann braucht ihr euch nicht mehr über ihre Tattoos reden in dem Video. Da könnt ihr alles durchgucken. Hast du schöne Tattoos? Hast du keine? Ja, aber. Also ich fand den Sprung jetzt auch etwas. Ja, weil ich versuche ja die Sabrina, die ist ja bekannt von Trucker Babe und Abenteuerleben, die Tante. Mach bis. Tante, ja. Wann kommen die ersten Folgen eigentlich von B30? 18.07. ist jetzt soweit. Wenn wir den letzten Dreh jetzt in den nächsten 2 Wochen noch schaffen. Kann ich ausmachen? Ausmachen, ja. So. Hey, das war ich aber nicht, gell? Das hier, das war ich nicht. Ja, weiß ich schon. Also. Gut. Meine Sabrina ist da in der Geschichte, ich darf es eigentlich auch nicht anfassen, ganz. Türklinge. Ganz komisch. Sie hat mich ja den 7er BMW damals habe ich geholt, den E38, den schwarzen. Ne? Mhm. Sie hat mich in die Richtung mitgenommen, weil es in die Richtung ging zu ihr abends dann. Ne? Ich musste mich hinten rechts hinsetzen auf ein Handtuch. Hallo, das ist der weiße Lederausstattung. Immer. Mich wundert es jetzt, dass ich so einsteigen dürfte. Wir machen auch andere Reifen drauf, den es ein bisschen mehr zieht. Mhm. Du hast aktuell drauf 285-30, vorne 265-30. Von den Reifen bist du nicht mehr so zufrieden. Es geht, ist auch nicht mehr viel drauf. Mhm. Im Regen scheiße. Okay, sind Michelin drauf. Wir machen aber jetzt vorne von 265 gehen wir runter auf 245 und hinter machen wir statt 285 265. Mhm. Dann zieht es den Reifen. Mhm. So wolltest du haben. Dann also können nicht wir 275, sondern 265. 265. Hinten. Und statt 255 oder 245? 245 vorne. Bloß wenn wir mit der Tiefe zum TÜV gehen, weil der ist schon tief. Der Micha macht auf jeden Fall jetzt das Fahrwerk. Aber er ist so wie er jetzt ist, ist eingetragen. Die Höhe? Ja. Der ist in Ordnung. Das hat natürlich sogar abgenommen. Egal, wir müssen ja sowieso wieder frisch abnehmen. Das heißt, die Auspuffanlage ist wie unsere im Prinzip identisch. Die von Capristo hat eine ECE-Genehmigung. Wir lassen sie aber mit abnehmen beim TÜV, weil du das Problem einfach beim TÜV hast oder bei der Polizeikontrolle, dass sich die Herren im Regen ungern drunter legen. Und dann sollst du dafür Papiere und so vorzeigen. Sparen wir das Ganze in Fahrzeugschein mit rein und dann ist erledigt.
wie das Fahrwerk und die neuen Reifengrößen. Zum Topf. Mein Topf. Sollen wir abstimmen lassen? Sei mal ganz ehrlich. Pass auf. Die Entscheidung darauf ist nicht alleine nur gefallen, weil jetzt Capristo gesagt hat, Orange passt, sondern ich habe gesagt, Toni, schick sie mir erstmal. Hat er gesagt, wenn sie dir nicht gefallen, schicke ich dir neue, kannst du einfach switchen. Ist kein Problem. Ja, ja. Aber es gibt ja Schwarz, Silber, Alu und Orange. Genau. Orange. Ansonsten gibt es keine. Die gab es da auch mal in Rot elipsiert. Ja, hat er aber nicht mehr. Und er hat gesagt, wenn ich es noch irgendwie in, keine Ahnung was haben wollen würde, weil... Geh nicht so weit weg. Wir haben nicht diesen Weitwinkel. Sie ist gewohnt vom Abenteuerleben von einer Profikameras. Und... Das ist doch alles, aber es ist schon ein Unterschied. Das stimmt, ja. Abenteuerleben hätte man jetzt diese Bewegung 7-mal machen müssen. Hau nochmal. Also das, was wir in 2 Tagen gemacht haben beim Abenteuerleben, in 2 Tagen, das stimmt, werden wir hier in 3 Stunden machen plus Auspuff. Oder inklusive Auspuff. Ja, also. Ich finde, das passt nicht. Aber egal, das ist dein Geschmack. Und warum hast du jetzt die genommen und nicht die schrägen? So wie hat hier? Hat er mir nicht angeboten. Und er hat gesagt, wenn ich irgendwas Individuelles haben will, muss ich zu ihm hochkommen, dass er es anpassen kann. Am Auto. Mhm. Und wenn du bei ihm einen Katalog reinschaust, einen Produktkatalog, siehst du nur die Endrohre zur Verfügung. Gibt keine. Ich habe aber. Es geht jetzt darum, du willst mitmachen, mitschrauben. Was? Du hast zu mir gesagt, ich bin die ganze Zeit dabei und mach mit. Ich guck dir zu. Weil wir haben gesagt, du musst dann auch alles mitmachen, ja, was der Micha und ich machen. Wir fangen mal damit an. Das ist nicht dein Ernst. Oberomodisch schrauben wir heute. Ja, ja, genau. Oder Nico? Ja. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Ich film nur. Die ist original jetzt, ne? Da halt die M-Abgasanlage. Die M, die Performance-Abgasanlage. Willst du mal anmachen? Das sollten wir mal machen. Lass mal laufen, gib mal ein bisschen Gas, bitte. Aufpreis. Genau, deswegen sind ja die Carbon-Teile und so alle noch zusätzlich dran gekommen. Ah, die hört sich schon gut an. Ja. Wie lange hast du das Auto jetzt? 3 Jahre. Ja, kann man mal was Neues drauf machen. Abwechslung. Ja, sie braucht es ja. Warum hast du die Leuchten nicht drin? Die CS meinst du? Die sind schweineteuer, die kosten 6.000 Öcken, ey. Niemals. So viel. Nein, kosten sie nicht. Doch. Nein. Doch. Die hier. Mhm. Das OLED, ja, genau. Das ist 7.000 Euro. Ja. Statt, nee. Aber im M3 waren sie billig. Schnapper, nein, oder? Nein, ein Scheiß. Die sind nicht günstiger, die kosten so viel. Das ist genau das, was ich gerne noch haben würde wollen, aber es ist mir einfach zu teuer. Ich kann nicht sein, weil ich habe sie letztens gefunden für günstiger. Nein. Das war ein bisschen wurscht. Bist ja genau. Du bist der Einzige in Deutschland, der sich am Wisch so lange auf. Ja, da gibt es gutes Zeug bei Wisch. Ja, glaube ich. Ich habe die doch letztens gesehen für 1400 Nein, Euro pro Seite. Auf gar keinen Fall. Okay, dann waren es andere. Entschuldigung. Egal. Und vor allen Dingen, dass du das Kombiset bist. Du hast ja das separat und das kostet, glaube ich, 1,4, wenn ich das innere Teil. Ach, dann war es das, was ich gesehen habe. 6.000 Euro. Ja. Aber ist gar nichts serienmäßig verbaut, die Dinger, ne? Nee, das sind ja nur beim CS serienmäßig. Ich habe ja nur Ich habe ja ein CS. Ja, siehst du, da hast du. Ja, aber warum habe ich die Rückleuchten nicht? Freilich hast du sie drin. Ich habe sie nicht drin. Lassen. Ja, du konntest sie gegen Aufpreis bestellen. Ja, das Auto stand schon da. Das war das Problem. Scheiße. Aber wenn du sie beim Bestellen Aufpreis bestellst, was kostet sie dann? Das weiß ich nicht. Auch wieder 6? Nee. Nee, das sind sie günstiger. Aber ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Also meine hat es nicht. Schade. Hätte ich sie verkauft. So, dann Spoiler. Auch im Performance. Mhm. Original BMW. Mhm.
auch mitbestellt von Anfang an neuen? Oder extra dazu gekauft? Nee, mitbestellt. Dann ist es schon angeschraubt, kommt es. Das macht der Händler dann. Ach so, okay. Das Auto wird geliefert. Ah, wie die Agra-Anlage wahrscheinlich, ne? Bei genau, Audi, bei Hellas 6. Machen die alles beim Händler dann. Die Auspuffanlage auch? Mhm. Wo hast du dann die Originale hin? Die habe ich beim Händler gelassen. Entsorgt. Da hat er sich gefreut, der Händler. Das ist so. Hallo, eigentlich brauchst du solche Kunden. Ich habe den Originalspiegel nicht mehr, weil das war auch nachträglich. Solche Kunden brauchst du, weißt du, die bei dir alles umbauen, alles original liegen lassen. Die Räder, Fahrwerk, Auspuff. Die zahlen wahrscheinlich noch dafür. Könntest du es bitte entsorgen? Und dann wäre ich. Die liegt da hinten. Die Schmidt-Felge liegt noch bei dir. Ja. Dann die Original-Felge vom Lambo steht, glaube ich, noch da. Und auch die Felgen vom Q7 sind, glaube ich, noch, oder? Nee, Q7 haben wir nicht, aber... Ja, ist doch letztens inseriert, ja? Was? Ja, aber eigentlich brauchst du wirklich solche Kunden. Ein Kunde so am Tag und du kriegst für die Altteile Nummer 4000 und sie fragt, du hast bestimmt noch das Autohaus gefragt, weißt du, können Sie die Sachen für uns entsorgen, bitte? Kriegst du noch eine Rechnung von 100 Euro? Au, das stimmt Entsorgungskosten. Ja, Entsorgungskosten 100 Euro nein, noch bezahlt. Ey. Du, ganz ehrlich, das ist mir erst im Nachgang aufgefallen, dass die Spiegel und so, ich die Originalspiegel gar nicht bekommen habe, weil die im Nachgang, da wurden die Carbon nachgerüstet. Ja. Auch beim Händler, die Originalspiegel habe ich nie zurückbekommen. Wenn das jetzt ein Leasingfahrzeug ist, gibst du es dann so ab? Ja, oder ich muss es so zurückgeben jetzt. Also musst du nicht zurückbauen? Nee, weil das ja so im Vertrag steht. Okay. So, dann hat sie hier die Levella-Räder natürlich drauf, die RZ7, die Leisten da unten, aber innen hast du mal richtig losgelegt, ne? Mit Carbon. Nee. Guck du mal hier rein. Das ist dreckig. Oh Gott, ist es dreckig. Da setze ich mich nicht rein. Ja, wie ihr seht hier auch. Oh. Das ist die Strafe dafür, dass du heute zu spät gekommen bist. Ich und der Himmel. Ich habe 2,5 Stunden im Stau gestanden. Neu. Wo denn sieht man nicht? Aber das finde ich hässlich. Was ist da? Das ist mit der M4-Bestickung. Mhm. Warte. Und zwar sollte man im Rückspiegel sehen. Da kommt jetzt ein M4 gefahren, alles klar. Aber das klappt aber nicht so ganz mit dem. Ja, weil da ist der Aufkleber noch oben. Also ich ziehe die Frau immer gerne auf, ich ziehe sie, seit wann kennen wir uns, Sabrina? 6 Jahre? Ja. Eigentlich durch den Errach, ne? Mhm. Wo wir damals die Felgen in pink. Das war nicht pink. Das war pink. Nein. Hast du noch Bilder? Das war Candyrot und du hast es auch als Candyrot verkauft, beziehungsweise der Kramat. Ja. Das waren hochglanzverdichtete Felgen, die in pink. Nein, in Candyrot. Hast du ein Bild? Also ich ziehe sie immer so gern auf, weil ich sie schon ewig kenne und weil sie sich gern aufziehen lässt und aber natürlich auch schuld dran ist, weil sie wirklich manchmal, wenn sie mich anruft, mich so stresst. So. Ich stress dich gar nicht. So, hast du meine Reifen bestellt? Wurde das Fahrwerk schon da? Ist die Auspuffanlage schon da? Alles war schon da. Fahrwerk ist seit Januar da. Nee, Januar, Entschuldigung. Seit März da. Nein. Doch. Am 12.04. war ich erst hier gewesen und da war es noch nicht da, das Fahrwerk. Weil dann war ich ja mit dem M4. Das ist jetzt aber auch schon wieder 6 Wochen her. Ja. Danach kam es, die Woche danach kam es. Ja, okay. So, Auspuffanlage hast du dem Toni auch schön gut gemacht. Ja. So, die liegt auch seit 2-3 Wochen da. Aber sie kommt halt nicht bei. Ne? Und heute sollte sie eigentlich heute Morgen um 9 Uhr da sein. Ich wollte um 10 da sein, weil ich oder um 10. 7:30 losgefahren, 2,5 Stunden vor euch, aber ich habe. Also halb eins da. 2,5 Stunden im Stau gestanden. Naja, wir fangen jetzt mal an. Willst du mitschrauben? Wenn ich was mitmachen kann, ja. Ich hab den größten. Den machen die Profis. Sie ist ja eigentlich dafür. Eigentlich bist du uns noch was schuldig, ne? Was? Mhm. Wieso das? Einmal Auto aufbereiten. Stimmt, wir damals das wollten wir machen, ja? Wir wollten damals den Evo machen, gell? Den 190er. Mhm. Nee, du doch, hast stimmt, damals. Da war ich dabei. Doch. 90er, ja. Mhm. Aber hieß es nicht, ich sollte deinen alten RS4 machen? War da nicht irgendwas mal drauf? Den kannst schon? Du auch machen. Den kannst du auf jeden Fall auch machen. Wir werden das auf Ach jeden so, Fall den kann machen. Ich auch machen. Also. Sie macht dir eine ganz andere. Was kostet die Reinigung bei dir offiziell, also das große Paket jetzt? Ja, ich mache keine Reinigung. Ich mache ausschließlich Glaskeramikversiegelungen. Also sprich, das ist das All-Inclusive-Paket. Ja, aber du tust ja vorher waschen, das Auto. Ja, waschen, polieren. Innen drin machst du nichts? Doch.
Auch. Also ja, ist eine Komplettpflege mit Keramikversiegelung. Genau. Und sie geht ja auch wirklich bei Felgen hin. Also wer die Storys von ihr sieht oder kennt, mit Zahnbürste, die Speichen innen drin, so auch die Rückseite. Und stimmt es nicht? Ja. Also die ist extrem pingelig, aber auch bei der Arbeit. Und das ist gut. Also auch bei anderen Fahrzeugen, nicht nur bei deinem Auto, sondern allgemein. Da würden wir auf jeden Fall sie mal da haben und mal Auto polieren lassen. Am besten bei 40 Grad. Alter, aber hier ist ja schön kühl. Ja, jetzt. Aber im Sommer machen wir das bei 40 Grad. Hat seinen Grund, warum. Was hältst du vom neuen M4? Teils, teils. Also ich muss sagen, von hinten schaut er richtig geil aus. Was ist mit dir? Aber von vorne kann ich mich damit nicht. Und ich finde den M3. Man gewöhnt sich aber dran. Ja, aber ich finde den M3 bulliger wie den M4. Also das ich finde von der Linie. Ist ja auch bei dem auch so. Ist doch bei dem auch so. Nein, der ist schick. Nein, M3 ist bulliger wie ein M4. Ja, aber von der Linienführung ist der schöner, finde ich. Der neue M4, das ist keine Ahnung, das geht irgendwie unter. Man gewöhnt sich langsam dran. Umso öfter du, und auch nicht in allen Farben, also in Schwarz oder so geht's. Find also in Schwarz finde ich ihn gut, ja, das stimmt. Wie findet ihr diese Abgassituation da hinten? Wie Abgassituation? Hast du noch nicht die Abgasrohre, die Endrohre gesehen? Bei welchem? Bei M4? M4, ja. Nee. Wie findest du das, Motto? Das ist besser, oder? Aber da sind die nicht pink. Die sind ja nicht pink. Ja gut, das ist jetzt nicht typisch M halt, ne? Mhm. Ja, aber der M4 ist allgemein nicht typisch M. Ja. Aber ist halt ein Riesenschritt. Ist bei einem oder anderen Hersteller auch so gewesen, dass die auf einmal so einen Riesenschritt machen. Bei M4 oder M3 gehen halt richtig was gewagt. Wobei, hast du das Video gesehen, wo die erklärt haben, warum die Nieren so aussehen etc.? Nee, damit Fahrrad da parken kann oder? Warum? Warum? Nee, weil früher die M-Modelle alle quasi so Längsnieren nach unten. Die ganz alten, ja. Ja, das genau. Stimmt. Ja, die ganz, ganz alten, ja. Wirst du eigentlich oft angehalten von der Polizei? Die Lache ist so geil. Tatsächlich ja. Echt? Ist mit dem speziell oder? Und dann? Muss Alkoholtest machen. Nee, das Gott sei Dank nicht. Ja, was ist dann? Fragen, ob wir ein Foto zusammen machen können. Was soll ich denn machen? Es gibt halt coole Polizisten, Mann. Das ist halt so. Die fragen, ob wir Fotos. Ob wir ein Foto zusammen machen, ja. Also ein Selfie. Ja. Und die kontrollieren das Auto nicht. Doch, danach kontrollieren sie meistens auch noch das Auto. Ob alles safe ist. Kam schon bisher was raus? Nee. Nö. Da bei mir alles sauber ist. Dank dir. Alles sauber eingetragen ist. Wobei ich das Fahrwerk und so nicht eingebaut habe, ne? Aber du hast einen TÜV damals gemacht. Für Fahrwerk auch? Mhm. Okay. Was ich jetzt aber jetzt noch gern von dir wissen will, du bist ja schon immer in der Tuning-Szene gewesen. Also seit du Führerschein hast. Naja, Tuning-Szene kann man jetzt nicht so bezeichnen. Ja, was dann? Ja, aber du hast doch immer schon Felgen tiefer, das jedes gab noch nicht. Das stimmt. Hast du mal Bilder von deinen Autos nach und nach so mal? Du hast ja sogar von deinem ersten Auto Kennzeichen tätowiert, oder was? Fragestellung. Das erste Auto habe ich tätowieren lassen, komplett. Echt? Was? Fahrgestellnummer? Fahrgestellnummer und das Auto. Wo ist das? Auf dem Rücken. Hast du ein Bild davon? Ich will jetzt nicht sagen, ja, ziemlich auch. Das war übrigens auch mein allererstes Tattoo gewesen, ja, tatsächlich. Aber das war deswegen, weil ich einen schweren Verkehrsunfall hatte. Oh. Mit dem Auto. Echt? Deswegen habe ich mir das tätowieren lassen, weil hätte ich das Auto nicht gehabt, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Warum? Was war an dem Auto jetzt besonders? Naja, ich hatte ein S3 gefahren, das war mein erstes Auto.
Und ja. S3 war dein erstes Auto. Leute. Im Ernst. Wie alt warst du da? 18. Echt jetzt? Wie kriegt man das hin? Also Moment, ich habe davor einen Golf 4 gefahren, den habe ich aber exakt einen Tag gefahren, weil ich ihn mir gekauft habe. Und danach habe ich ihn direkt wieder verkauft und habe mir den S3 geholt. Da ist ja nicht so viel auseinander. Also ich war schon geschockt, weil sie gleich einen S3 hatte. Anscheinend nur einen Tag später. Das war echt so. An meinem 18. Geburtstag habe ich den Golf 4 bekommen und den habe ich dann quasi direkt weg am nächsten Tag und habe mir den S3 geholt. Aber man muss jetzt dazu sagen, dass du jetzt nicht selber schraubst und so. Das machst du ja nicht. Also ist jetzt nicht so, vielleicht denken jetzt Leute, du hängst da ganz Tag am Auto und schraubst. Nee. Auch. Sie putzt gerne aus. Oh ja, das mache ich. Das macht sie. Und das machst du ungern. Genau, das mache ich absolut ungern. Aber das ist ja auch nicht mehr putzen, was die macht. Das ist schon gestört, finde ich. Das ist echt gestört. Also wenn ihr diese Frau irgendwann mal kennenlernt. Nein, das ist nicht gestört. Das ist einfach nur Liebe zum Detail. Das ist nicht, hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist was anderes. Liebe ist Auto putzen, pflegen. Du übertreibst es dermaßen und nervst damit deine Leute um dich rum. Was? Indem sie bei dir nicht einsteigen dürfen. Sie, du musst aufpassen, wie du einsteigst. Echt jetzt? Wenn du wieder aufmachst, und weh, du bleibst dann am Schweller unten hängen. Oh, dann gibt's. Also du musst so. So rein. Arsch einziehen vor allem. Nicht an die Sitzseite kommen. So über den, direkt auf den Teppich und dann so und dann. Nee, Arsch einziehen rein. Und dann nicht an der Sitzseitenwange hängen bleiben. Stimmt, nicht an und der Sitzseitenwange. Und vorher gucken, dass du keine nicht, also Schweller nicht berühren. Seitenwangen darfst du nicht mit deinem Popo berühren. Was darfst du noch nicht? Ansonsten nur sitzen und nicht. Und sitzen. Nur am Griff zuziehen. Und, ja, genau. Und nicht die Türe. Nicht an der Fensterscheibe. Oh Gott, das ist ein Mango. Das geht ja, gar nicht. Und das ist gestört. Das ist wirklich gestört. Such dir irgendeine. Dafür gibt es eine Türklinke. Wusstest du das? Diese Türklinke kann man benutzen. Das ist übrigens wie bei Türen. Kennst du die Leute, die das Phänomen besitzen, immer die Tür zuzuklatschen? Wofür hat eine Tür eine Türklinke? Kann mir das nochmal jemand erklären? Wie, du meinst jetzt. Ja, aber es geht ja schneller, wenn du quasi nicht in die Türklinke reinfasst. Nee, weil das macht Türen auch kaputt übrigens. Nein, pass auf, es gibt Leute, die fahren nicht immer so ein M4. Ja? Da gibt es so alte Autos. Das ist mir scheißegal. Da gibt es so würde das auch mit einem, keine Ahnung, da gibt's alte Lupo Autos. Oder whatever Nein, machen. Da geht's aber nicht so zu. Da muss schon ein Schmackes. Das hat damit nichts zu tun. Deswegen gibt es trotzdem eine Türklinke. So, jetzt machen wir die Abgasanlage drunter. Ne? Hätte ich gesagt. Ich hätte aber noch die Dinger am besten. Wo habt ihr denn die kaputte Endschalldämpfer hin? Tust du den jetzt entsorgen? Ich tue alles entsorgen, was ich da rausbrauche. Jetzt brauche ich die kaputte Endschalldämpfer. Was ist das? Klappensteuerung. Ach, die. Nee, ich meine die Dinger, wo du gerade aufgebaut hast. Ja, die Klappensteuerung. Sensoren oder was? Nein. Wenn du drin auf Sport schaltest, macht der Klick und wenn er hier Klick macht, macht er da auch Klick und dann macht er die Klappe auf. Ah. Und wenn die Klappe offen ist, geht es hier durch. Wenn die Klappe zu ist, geht es hier durch. Okay. Und die muss man wieder hinmachen, wieder anstecken, ansonsten bringt er Fehler, wenn er keine Rückmeldung kriegt. Hm. Weißt du, wenn er seine Anschläge nicht fährt. Hat das jetzt noch Funktion oder nicht mehr? Also theoretisch macht er immer noch auf und zu, aber das kann er ja machen, wie er will da drin. Ja, okay. Also wie so ein Dummy. Ja. Ich hab's noch mitbekommen. Ob man irgendwas beachten muss. Nein. Wenn man sie halt jetzt. Einfahren. Ja, ob man sie halt einfahren muss. Ja. Ja. Ich hab ganz und lange. Da ist der Motor kalt, gib mir 6,5. Nee. Und dann haben wir gesagt, also wenn es richtig professionell machen willst, damit die Ausdehnung auch in allen Richtungen da ist. Warum lachst du? Du hast mich gefragt, du kriegst eine Antwort. 2000 Kilometer, nicht über 3000 Umdrehungen. Sonst verbrennt er innerlich. Sonst verbrennt er nicht komplett, der muss ja gleichzeitig verbrennen. Und dann 1000 Kilometer, maximal 4000 Umdrehungen. Und dann muss man danach, nach 3000 Kilometer, auf Langzeit einfahren. Das heißt 8000 Kilometer, nicht über 4,5.
Ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden? Das kann nicht stimmen. Doch! Ruf Toni an! Ja, genau! Sollen wir ihn anrufen? Komm, wir rufen ihn an. Toni, wir sind hier gerade, schau mal, hier die Jungs werken gerade und installieren meine Abgasanlage. Installieren, genau. Wir schreiben gerade die Software drauf. Hallo Muslo. Was geht, Toni? Hi. Du bist gerade auch zufällig hier gleichzeitig in YouTube. Oh, noch. Jetzt, pass mal auf, die Sabrina hat mich gefragt, wie man die Abgasanlage am besten einfährt. Ach so, einfahren, da brauchst du nichts einfahren. Du bist so... Vollgas geben. Achso, ich hatte vergessen, dass ich im YouTube bin. Wie weit seid ihr? Ja, wir sind jetzt, haben jetzt runter, wir müssen nur noch anschließen alles. Unterdruckschläuche. Oh, okay. Gut, schön. Okay, Toni, ich wünsche dir was. Okay. Ja. Danke. Danke, Toni. Ciao. 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 Nee, tschüss. Wie findest du jetzt hier Eindraublenden? Was ist das? Am Auto? Also, zeig mal das mal schön bei uns am. Was denn? Die Endrohre. Kannst du machen. Bei einem 3? Ja. Ist so, das ist so mehr so Original-Look. Ich finde die dezent und gut, deine. Also, mir kommt so vor, als bevor ich das Auto sehe, sehe ich die Endrohre. Das ist immer gut. So. Das größte Rotz an der ganzen Geschichte ist Rotz. Rotz sage ich jetzt, weil es eine scheiß Fummlerei ist, die Schläuche nach vorne zu verlegen. Da muss ich ja bei den neuen Autos gefühlt eine Stunde nur Unterverkleidungen wegschrauben. Ja. Ne? Und dann, komm, die Leitungen wurden, die Schläuche wurden jetzt komplett, zwei Schläuche hier und dann da hoch und das da hoch und so. Das ist, da muss man den Lenkschlimmer vorbei. Und gibt Schlimmeres. Und da muss halt darauf achten, dass die Schläuche nicht immer an der Abgasanlage in der Nähe sind. Ne? Weil irgendwann kriegen sie zu viel Hitze und dann werden sie undicht, dann gehen deine Klappen nicht mehr, du fährst 300 und dann ist Motor hops. So, Fahrwerk ist drin. Von der Höhe hast du noch nichts eingestellt, oder? Oder Grundeinstellung? Grundeinstellung und nach Feeling ein bisschen. Nach Feeling. Aha. Was ist? Guckst du skeptisch? Wir können noch 2,5 runter. Dass man bündig mit dem Reifen noch anzentren. Nee, dann bist du bündig mit dem Boden, mit der Lippe. Aber weil hinten schaut er jetzt optisch tiefer aus, das gefällt mir nicht. Nee, wo denn? Nee. Ist der Schatten? Nee, ist schon in Ordnung. Ich würde es so lassen. Oder du musst ja auch fahren jetzt mal. Das würde ich auch sagen. Du musst ja nochmal wegen TÜV kommen, weil nach 21 Uhr macht TÜV irgendwann auch zu, weißt du? Da musst du nochmal kommen und dann können wir dann gucken wir mal, wie es sich gesetzt hat und dann machen wir. Tun wir nochmal ein bisschen nachbessern, zum Beispiel vorne ein bisschen weiter runter und dann ist gut. So, jetzt hören wir uns den mal an. Also ich würde ihn runterfahren, oder? Sich die Nachbarn. Oh ja. Wie die Tante strahlt, guck mal. Da freue ich mich ja. Nee, top. Ich find's hammer, der Sound. Ich find's zu laut. Was? Nee, hört sich gut an. Ich find's auch. Aber er ist wirklich... Das hat so ein bisschen was vom alten E46 M3. So du musst denn jetzt mal fahren zuerst. Du musst ja eh noch mal kommen. Aber guck mal, der ist hinten auch noch ein bisschen runterkommen. Jetzt fahr ihn doch zuerst mal. Du musst ja eh bald kommen. Guck mal, so muss ich einsteigen.
Also hier, Streifer geht gar nicht, ne? Warte, ich mach mal. So. Also nichts hier anfassen. Und dann den hier. Genau. Und dann reindrehen. Der Popos, nein. So, und dann Fuß hoch. Das war ich nicht. Ich weiß schon. Das war ich vorhin beim Aussteigen. Und die Fußstütze links nicht benutzen. Weil die ist, wenn die geputzt ist, glänzt sie. Und wenn ich meinen Fuß drauflege, wird die dreckig. Aber die ist jetzt eh dreckig. Dein Auto ist so dreckig. Ja, ich weiß. Schämst du dich nicht? Ja, ich schäme mich. Ich werde doch jetzt erst putzen fahren und dann heim. Und beim Aussteigen dasselbe. Fuß raus, Vorrolle. Na! Nicht anfassen. Das Sitz nicht anfassen. Nein, Sitz nicht anfassen. So. So. Was ist das? Das war echt nicht. Der wird entsorgt? Der wird entsorgt. Fahrwerk wird auch entsorgt. Nein! Dann nimm's mit jetzt. Ja, nehme ich auch mit. Bin gespannt, wo tust du den rein? Na, im Kofferraum. Und den Einkauf? Den auch. Den lasse ich dabei hier nämlich das nächste Mal mit. Es geht nur in Kombination. Wenn er noch da ist. Mit was kommst du nächstes Mal, dass du es mitnehmen kannst? Arteon. Ah, sie hat ja noch einen Arteon jetzt. Aber diesen komischen Kombi da, ne? Ja, Shooting Break. Ich wünsche dir gute Fahrt. Dankeschön. Wir gehen jetzt auch nach Hause. Michel hat ab morgen Urlaub. Aber nur zwei Tage. Nur zwei Tage. Zwei Tage. Und du? Er hätte gern Urlaub. Einen halben Tag. Ja, der hat die Überstunde geschoben. Wegen dir muss er einen halben Tag Urlaub nehmen. Oh, wegen mir. Wegen mir. Also, sagst du Tschüss? Machst du erst und dann. Ich sag Tschüss und dann darf die Sabrina Schlusswort. Schlusswort? Ja. Wort zum Sonntag. Ich kann eine Danksagung machen, dann sehe ich, wie es wirklich geht. Danke, lieber Mutlu, dass du das für mich gemacht hast. Der Michel hat es hauptsächlich gemacht. Das stimmt. Also der Dank geht auch an dich. Gerne. Und den Nico? Nico und hier fleißiger Helfer. Also, bis dann. Ciao.